Herzlich willkommen auf ungeschminkter Blackscreen. Wenn ihr momentan fleißig auf YouTube unterwegs seid, dürftet ihr bestimmt schon Kontakt mit der guten alten Petra gemacht haben. Oder Marie, oder Emma, oder Helga, oder wie diese Massenware auch heißt. Aber immer mit dem Zusatz, wir uns kennenlernen. Was so aussieht wie ein gescheitertes Experiment von Sprachenlernen-Bubble, ist nerviger als jede Seitenbacher-Müsli-Werbung. Es handelt sich um einen Spambot oder gehackten Account, der scheinbar auf YouTube hunderte oder tausende Accounts nach dem gleichen Schema hat, irgendeinen Frauenvorname mit wir uns kennenlernen und dem gleichen Profilbild. So spielt man Tinder vielleicht durch, aber auf YouTube funktioniert dieser Bot folgendermaßen. Der Bot macht nichts anderes, als mit dieser Petra-Armee unter Videos drunter zu kommentieren. Immer mit diesem willkürlichen Zeitstempel und gefolgt von einzelnen Worten, die 0,0 zum Video passen. Ob unerhört, sensationell, beeindruckend, Wirbelsäulen kribbeln, irgendein nutzloser Buchstabensaat findet sich immer vor. Liebe Petra, warum nicht einfach mal längere Kommentare wie will ein Kind von dir oder du hast Muskeln an Stellen, da habe ich noch nicht mal Stellen verfassen. Ich meine, Petra, wenn du mich schon kennenlernen willst, dann musst du dir schon ein bisschen mehr Mühe geben. Keiner braucht auf ein Date ein peinliches Schweigen, das länger anhält als die Negativserie von Schalke 04. Ich bin auch komplett ehrlich zu dir, Petra. Ich will dich gar nicht kennenlernen. Ich bin absolut überglücklich alleine. Okay, das ist gelogen, aber zum einen bin ich klassischer Barshipper und zum anderen finde ich Kennenlernen immer sehr, sehr nervig und überspringe lieber diese Dating-Phasen, gehe lieber gleich zum richtigen Kennenlernen über mit Jogginghose, unaufgeräumter Bude und Filterkaffee. Und dann gibt's ja noch das kleine Problem, liebe Petra, dass du einfach ziemlich hinterfotzig drauf bist. Du bist faker als die Brüste von Michael Schäfer. Du bist einfach nur ein Bot und seit 2 Wochen melde und blockiere ich täglich mehrere dieser Accounts, aber es sind noch immer genügend Petras da. Zumal, wenn man Petra mal näher begutachtet. Dann findet man den Kanal oft mit so einem Video vor, der leicht bekleidete Damen zeigt, die Werbung für bezahlte Chatdienste oder Spam-Seiten machen und in der Beschreibung weiterführende Links anbieten, die eben zu diesen Phishing-Seiten und Virenfallen führen. Deswegen bitte ich euch eines, klickt nicht auf die Links, die Petra in der Beschreibung auflistet. Löscht Petra und meldet diesen Kanal bzw. die Kommentare, aber klickt ja nicht auf die Links drauf. Liebe Kittys da draußen mit einer Internetsperre, besucht doch lieber TikTok oder so, da gibt es auch leicht bekleidete Damen und ganz viel Cringe. Und gleichzeitig sehe ich auch YouTube in der Pflicht, gegen diese Kanäle endlich mal vorzugehen und alle Accounts zu bannen. Das YouTube-Support-Team verspricht in dieser Hinsicht aber Besserung. Hoffen wir auf das Beste. Und dass nach Petra nicht auf einmal die Lisa, wie wir uns kennenlernen, vor uns steht. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Liked gerne das Video, teilt es auch, damit alle von dieser Petra erfahren. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit Petra weitergeht, dann könnt ihr auch gerne ein Abonnement dalassen. Würde mich sehr freuen und den Kanal sehr unterstützen. In diesem Sinne, macht es gut. Broadcast yourself, broadcast together. Euer ungeschminkter Blackscreen. Wir uns kennenlernen.